Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. Ich entschuldige mich gleich, ich habe gemeint gehabt im letzten Part, dass wir uns gleich im Dungeon wiedersehen, aber ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, noch kurz vorher bei unserem Schmied vorbeizuschauen und zu meiner Verwunderung, muss ich ganz ehrlich sagen, können wir für unsere Rüstung was herstellen, und das möchte ich auch gerne tun. Und zwar, uns würden noch ein Upgrade für die Stiefel sowohl auch hier für die Brust fehlen. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit der Brust an, weil ich glaube, die gibt ein bisschen mehr. Gibt recht gut Rüstung, ja. Machen wir uns die. Ah, ich habe mich verdrückt. Entschuldigung. Also nochmal. So. Die Brust. Ja, bitte. Also die Rüstung. So, für uns. Die lassen wir uns dann natürlich auch sofort jetzt verzaubern. Ist eh klar. Sehr gut. Die haben wir jetzt schon abgegradet. Das ist super. Selbstverständlich auch schnell verzaubern lassen, dass wir noch mehr aushalten. Hallo. Ich hätte bitte gern eine Verzauberung. Ja, bitte. Warum? Ah, jetzt. Das nicht, ich habe ja alles. So, wunderprächtig. Zack. Super. Aber ich glaube. 7, 9. Ja, können wir eigentlich alles machen, oder? Ich sollte vielleicht aufpassen. Nein, machen wir nicht. Ich belasse das jetzt noch dabei, weil. Wir brauchen vielleicht noch einmal ein Port raus aus dem Dungeon, um unsere Sachen sicher zu bringen. Und deshalb lasse ich das jetzt mal. So, nix wie rein. Hui! So schnell kann man pleite werden, ne? Aber es dient ja zu unserem eigenen Wohle. So. Jo. Also, jetzt müssten eigentlich alle Gegner wieder da sein. Das heißt, wir fangen gleich... Wir fangen gleich hier drüben wieder an. So. Zack, zack, zack. Sehr gut. So. So. Super gelaufen. So. Da. Da unten schaue ich jetzt nochmal nach, ob da noch was ist, aber ich glaube nicht. Na. Gut. Dann gehen wir weiter. Dann machen wir da unten wieder alles zuerst. Du bist mir ein Dorn im Auge, du Kerl. Alter. Sehr gut. Passt. So, ruck. Haben wir zwar ein bisschen Gift gefressen, aber naja. Manchmal geht's nicht anders. Alter. So, gestorben, du bist Viech. Alter, die Kleinen, das sind auch ganz schön lästig, ne? So, schon einsammeln. Stimmt, da können wir da noch rüber. Da haben wir auch noch zwei. Boah, werd hin, bitte. Ich muss mich kurz verstecken. Alter, so wollte ich das nicht. So, der ist erledigt. So wollte ich das eigentlich haben, ja genau. Alter. So, ja. So wollte ich, sollte es ausschauen. Sehr gut. So. Sehr, sehr gut. Da oben haben wir noch einen Boss. Yes. Epic Fail. Epic Fail. Ich hab gedacht, ich bin noch... Was? Wie habe ich das jetzt zusammengebracht, dass ich mich da hinglitschen konnte?
Was? Was? Was ist das jetzt? Wie geht das? Okay. Da ist schon, hä? Gott sei Dank kann ich jetzt den Raum nochmal verlassen, ey. Okay, also aufpassen, da kann man sich leicht hinglitschen. Alter, was für ein Fail hier jetzt wieder. Pfui, Spinne. Boah, ey, könnt selber grad weinen. So, mal schauen, ob wir da irgendwas haben. Ja, ein Buch wieder. Nein, Items. Schön, immer her damit. So, nächster Raum. Entschuldigung nochmal für den Epic Fail. Ich gehe mal zuerst darüber, nicht immer so im Kreis rum, mal was anderes. So. Ups. Alter. Du Kerl. Sehr gut. Das lief hervorragend. Sehr gut, den haben wir auch so schön hinbekommen. Okay, das ist die zweite Ebene. Gut, das werden wir uns gleich merken. So, den haben wir auch. Sehr gut. Zack. Und zack, zack. Sehr gut. Was haben wir hier drin? Die lässt sich öffnen, das ist super. Ja, schön Wurzeln und Stroh. Perfekt, das ist ja super. Ich bin ins Gift gelaufen, weil ich schlau bin. Halt, ich depp, da ist noch ein Raum. Hoppala, den habe ich gerade übersehen, Entschuldigung. Hier unten, da müssen wir auch noch hin. So. Oi, oi, oi. Das ist ja wieder ein Spitzenraum. Also. So. Der ist schon mal erledigt. Wow. Sehr gut. Das lief erstaunlich gut. Haben wir vielleicht was versteckt für uns? Ja, nein, doch. Nein, doch. Haben wir hier was Neues? Du sollst es nicht schlagen, du sollst es lesen. Es ist noch uns noch nicht gelungen, denjenigen zu fassen, der uns verarscht hat. Jawohl. Das ist meistens so. Der ist erledigt, super. Zack, der ist auch erledigt. Na komm her. Komm, hau drauf. Sauber. Was haben wir drin? Ja, Nährboden und Gott sei Dank ein bisschen dünner. Mach dir nicht ins Hemd, das kriegen wir schon hin. So. Geht ja. Der Baum, der Gang schaut komisch aus. So. Alter. Jetzt haben wir dich. Du Mistvieh. Okay. Haben wir hier was Neues? Es gab vor kurzem eine Entdeckung, die alles verändern wird. Rätselhafte Anhänger wurden in der Dungeon aufgefunden. Jawohl. Das kennen wir schon. Das braucht man nicht. Au. Was, den haben wir auch. Ob es was gibt? Nein. So, den hätten wir schon mal. Den haben wir auch schon mal. Oh, der hat schön gedroppt. Oh nein, das ist abgehauen. Schade. Nix. Au. So. Ist hier was? Nein. Gut, dann gehen wir.
war jetzt da unten, glaube ich, da drüben. Da können wir uns einmal heilen. Also brauchen wir nicht. Haben wir noch Schutz. Hier runter und da runter. Super. So. Nächste Abteilung. Wie schauen wir aus? Wir sind voll wie ein Christbaum. Was ist das für ein Platz? Klingenblätter hatten wir das auch schon mal. Scharfe Blätter, die von einigen nervigen Gegnern als Projektile verwendet werden. Hatten wir, glaube ich, schon. Ne? Glauben, wir sollten das nach Hause bringen, oder? Und dann nochmal herkommen. Jetzt sind wir zwar pleite. 1200 geht sich aus für den. Machen wir es nochmal. Oder? Ja. Machen wir es nochmal. Ist wurscht. Ja, bitte. Sind doch schon ein paar wertvolle Sachen. Und? Dann können wir die Gegner nochmal besiegen. Da. So. Was heißt eigentlich nochmal besiegen? Ich habe es noch gar nicht besiegt. So. Zack, 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 zack. Hatten wir jetzt, glaube ich, noch nicht so viel, oder? Vier Stück, da fehlt noch einer. Ui, ich muss mal schnell schauen. Okay, wir haben Zeit. Wenn wir viel Glück haben, schaffen wir noch einen Dünger. Dann können wir diese Mission als abgehakt sehen. Also die Aufgabe, die Bestellung halt, so muss ich sagen. So. Ja. Dann machen wir mal rechts, würde ich sagen. Links. So, anders rechts. Speer ausgerüstet, sowas gibt. Lalala. So. Okay, das ist jetzt keine böse. Ruhe. So. Zack. Was haben wir drinnen? Modifizierter Samen. Flucheffekt des angrenzenden Blockes aufgehoben. Zerstört bei Rückkehr einen Gegenstand. Das glaube ich weniger. Blup. So, schön. Jetzt können wir Giftsporn. Hatten wir den Giftsporn schon mal? Der Name sagt es bereits. Sehr toxisch. Nicht spaßig. Wird von vielen Feinden im Inneren des Walddungeons verwendet. Hoppala, ich wollte ihn jetzt eigentlich lesen. Hatten wir den schon? Modifizierter Samen? Samen, die durch eine Art Experiment modifiziert zu sein scheinen. Schlug dieses fehl? Aus ihnen will einfach nichts wachsen. Und Stroh. Gut. Ich wollte nochmal nachschauen, ob der Flucheffekt jetzt auch wohl wirklich erhalten bleibt. Also dieser Fluch kaputt macht Effekt. Ihr wisst schon, was ich meine. Halt, ich steck fest. Du bist ein lästiger Zopfen. Du kehrst sofort weg. Genauso wie du. Und wir zwar sowieso. Ihr kleinen Dinger. So. Dann gucken wir mal, ob es da unten was gibt. Nein. Haben wir hier was Neues? Es gab vor kurzem eine Entdeckung. Ja, das kennen wir schon. So schnell. Wow, da ist ein Holz weg. Scheiße. Geht's da weiter? Nein. Also, nach oben meine ich.
Uiuiuiuiui. So, drei haben wir. Jawohl. Sehr gut. Da ist sonst nichts. Okay, können wir gehen? Bin ich hier runtergepurzelt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Das war ein Schuss in den Ofen. La. Dum, 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 dum. Alter, Alter, Alter. Ist ja schon gut. Alter. Puh. So, ist jetzt Ruhe? So. Was haben wir drin? Ein bisschen Waldfrüchte. Gegenstand bleibt verborgen. So, und im Dungeon bist du. Und Flucheffekt aufgehoben. So, machen wir das mal. Sehr gut. Das können wir schon stacken. Na, so wollte ich das haben. Stroh haben wir sonst nichts, ne? Macht nichts. So, rauf oder runter? Gehen wir zuerst rauf. Können wir uns einmal heilen. Sehr schön. Und weiter geht's. Alter. So, den haben wir auch. So. Da können wir schauen, ob es noch was gibt. Nein. Dann haben wir hier was. Das ging gut. Das ging auch gut. Das ging auch gut. Okay, da ist nächste Abteilung. Das ist für später einmal noch baden. So, sauber. Dam, dam, da. Ram, da, da. Haben wir noch Platz? Ich hoffe. Falsche. Erledigt. Den haben wir auch erledigt. Den auch. Super. Alter. Jetzt haben wir dich, du Kerl. Wow, wo ist? Das ist irgendwie weg. Hä? Warum? Einfach so futsch. Wie gemein. Zerstört bei Rückkehr einen Gegenstand. Okay. Jetzt werden wir das ein bisschen schlau machen. Versuchen. Flucheffekt aufgehoben und frei sein. Okay, also, wir machen uns ein bisschen Platz. So, so. Machen das so. Dann machen wir den. Zack. Zack. Jetzt können wir stacken. Und. Zack. Theoretisch könnten wir versuchen, weil das ist was Gescheites, den Flucheffekt da aufzuheben. Na! So. Okay. Nichts zum Stacken. Aber auf jeden Fall den müssen wir mitnehmen. Den können wir theoretisch da lassen. Oder weißt du was? Was können wir denn verbraten? Das können wir verbraten. Blub. So! Schön. Dann machen wir noch den Boss da unten. Wow. So, der hat nichts. Arme Sau. Der hat auch nichts. Aber sonst alles gut, glaube ich. Okay, die Büsche können wir zerhacken. Da ist auch nichts gut. Ja! Ich bin mir nicht so sicher, ob wir uns die dritte Ebene noch anschauen sollten. Oder ob wir abhauen sollen. Sehr gut, da sind wir noch geheilt worden. Ja, streng sein, wir können ja mal rein, ne? Ist ja wurscht.
Ich meine, fliehen können wir nicht. Weil man dafür dann, also fliehen ist falsch gesagt, rausporten und unsere Sachen sicher bringen, das geht nicht. Dafür haben wir zu wenig Geld. Ja. Aber ich möchte trotzdem gern einen Raum probieren. Alter. Alter. Nerviges Viech, ne? Okay. Puh, eine goldene Kiste. Schauen wir mal, was wir drinnen haben. Okay. Dann müssen wir jetzt ein paar Sachen loswerden. Ich würde sagen, das einmal. Dann, was wäre noch verschmerzbar? Ja, streng gesehen. So, was hätten wir hier Schönes? Bei Rückkehr wird dieser Gegenstand zu diesem. Was ist das eigentlich? Botaniknotizen. Botaniknotizen 1. Ursprünglich wollten wir die Erntemenge vergrößern. Aber das Einführen von LF1 scheint den Pflanzen ein Bewusstsein gegeben zu haben. Danke, das war super. Wie viel ist das Wasser wert? Das ist viel wert. Da würde ich das Wasser tauschen mit dem. Ich werde es vielleicht auch 2x5 draus probieren zu machen. Warte. So. Also, einmal. So, was könnte man noch entbehren? Da haben wir eh nur 3. Ich bin wahnsinnig. So. Die brauche ich für die Tränke. Die will ich nicht hergeben. Was haben wir hier? Zehner Gangst. Ach nein, den Laden zurück. Ich bin so doof. Oh oh. Oh oh, ich bin doof. Ich bin doof, Entschuldigung. So. Ich hätte das zuerst machen können, bevor ich was kaputt mache. So, was haben wir hier? Sendet den Gegenstand nach Hause, ne? Ich würde sagen, das hier. Was haben wir hier eigentlich? Botaniknotiz 3. Okay, hier haben wir die 2, ne? Ja. Botaniknotiz Nummer 2. Sich von selbst bewegende Pflanzen. Unbegrenzte Möglichkeiten. Bessere Ernten sind erst der Anfang. Ob man sie domestizieren kann? Naja. Botaniknotizen 3. Durch weitere LF1-Injektionen sind einige Pflanzen sehr aggressiv geworden. Wir sollten diese ganz besonders im Auge behalten. Ja, schön. Was haben wir da? Flucheffekt aufgehoben. Sende den Gegenstand nach Hause. Mhm. Dann werden wir das so machen. Sendet nach Hause. Und so. Passt. Goldene Kiste ausgeräumt. Passt. Ich glaube, das können wir so stehen lassen. Weil für viel mehr habe ich eh nicht Platz. Schauen, ob unten was wäre, zufällig. Nein. Dann würde ich sagen, wir verlassen den Dungeon. Wir haben jetzt eh recht viel gesammelt. Ja, bitte. Nichts wie nach Hause. So. Ja, das passt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, ab in den Laden. Jetzt wäre sogar Tag. Jetzt wäre sogar das nicht schlecht. So, einmal alles, was wir haben, weg damit.
Oh, kein Platz mehr. Keinen Platz mehr. Dann muss das mal hier hin. So. Was haben wir da oben drin? So, mal schauen. Okay. Den Rest tun wir halt wieder da rein. So. Gut. Dann schauen wir mal. Ich glaube, wir können jetzt mal ein bisschen Handel treiben wieder. Das wollte ich eigentlich nicht haben. Waldgeschichte 1. Ist nicht stackbar. Wurscht. Ah ja, Dünger. Ich muss sogar nochmal weg. Ich darf erst aufhören, wenn ich noch einen Dünger habe. Stimmt's, ne? Stimmt, ja. Einmal muss ich noch, weil für morgen brauche ich den Dünger. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Dreimal von dem. Ich werde schnell noch zwei Tränke machen. Für uns. Dann hoffe ich, dass wir noch einen Dünger kriegen. Hallo. Neue Tränke. Aha, hier hat sie schon was. Ich glaube, das war nicht gemeint. Ah, hier. Da schau mal. Stellt alle Lebenspunkte wieder her. Eine unerlässliche Mixtur für die schwersten Dungeons. Megatrank. Das ist mega cool. Was soll das bringen? Golem-Aufdeckungstrank. Deck den Golem-Dungeon auf der Karte auf. Das verstehe ich nicht. Dann mehrere Zugänge. Im Besitz 0. Golemtrank der Führung. Glühwürmchen geleiten den Nutzer zur nächsten Ebene des Golem-Dungeons. Oh, das ist aber nicht schlecht. Deckt den Wald-Dungeon auf. Glühwürmchen für den Wald-Dungeon. Deckt den Wüsten-Dungeon auf. Glühwürmchen. Aha, okay. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Hier bitte hätte ich gern. Einer reicht. Das ist ziemlich teuer. Danke. So. Gut. Passt. Dann nochmal. Hoppala. Auf in den Dungeon. So. Aber vorher werden wir den Part beenden. Stimmt, da habt ihr recht. Ihr Lieben. Das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video hier schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!